Schneider, herzlich willkommen im Grünen Salon. Schönen guten Tag. Ja, Tag auch. Am Wochenende wurde der Deutsche Fernsehpreis vergeben. An? Harald Schmidt hat ihn bekommen für das Komödienfach. Sie sind zur gleichen Zeit ungefähr, glaube ich, in Memmingen aufgetreten. Ja, genau. Ja. Haben Sie sich geärgert, dass Sie den Preis nicht bekommen haben? Nö, ich wusste ja gar nichts davon. Vom Preis oder dass das dort stattfindet? Nee, ich weiß gar nichts. Fernsehpreis, wusste ich erstmal nicht, dass der da verliehen wird an Herrn Schmidt. Und zweitens konnte ich auch nicht Fernsehen gucken. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ich gucke eigentlich ganz selten Fernsehen. Aber Herrn Schmidt kennen Sie trotzdem? Ja, ja. Was halten Sie von ihm? Ja, finde ich schon okay, wenn er den Deutschen Fernsehpreis kriegt. Ja. Aber besser finde ich einen Koch. Also einen Koch, wenn ein Koch den kriegt. Für Komödie? Nee, für Essen. Für Essen. Ja gut, der ist vielleicht auch vergeben worden, aber nicht dort. Ach so. Hätte Stefan Raab den eher verdient? Auch. Oder auch beide nicht. Und hätten Sie ihn verdient? Nee. Nee. Warum also, nicht? Warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Worüber können Sie noch lachen? Über alles Mögliche. Sag mal, über was? Ja, ich habe ja gerade auch gelacht. Ach also, ja? Jetzt schon wieder. Ja. Also ich kann viel lachen. Obwohl Sie Deutscher sind? Obwohl ich Deutscher bin. Aber man sagt immer, die Deutschen haben gar keinen Humor. Och, da finde ich aber nicht. Nee? Viele, viele Leute haben Humor. Und, naja, ich... Ja, Humor mit Trinken oder Humor ohne Trinken? Ohne Trinken auch. Die Deutschen auch? Außer, doch, ich trinke ja jetzt mal erst eben einen Schluck Wasser. Ich muss eben kurz schnacken. Ja. Und jetzt kommt der Humor. Wir kommen ja hier durch ganz Deutschland und Umgebung mit unserer kleinen Band. Oder ich bin ja schon seit Jahren immer auf Tournee und die lachen immer. Also müssen sie doch Humor haben. Wo muss die, schon Humor sein. Ne? Wo lachen die denn mehr? Wo? Ja. Wie wo? Wo? Wo, wenn sie durch ganz Deutschland kommen, wo lachen die denn da mehr? Oben, unten, in links, Stadthalle. Rechts? Was, in der Stadthalle? In allen Stadthallen. Ja. Unabhängig davon, ob die in Schleswig-Holstein so, steht also oder du meinst im Bayerischen jetzt, Wald. In welchem Regierungsbezirk, ja, sage ich jetzt mal. Beispielsweise, in welcher Stadt. Ja, ja, ich sage, ich komme ja, ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Hau los. Cottbus, großes Gelächter. Von den Leuten oder von dir? Von den Leuten, ja. Von den Leuten. Erfurt etwas, Ruhe bitte. Da kommt einer, ist Erfurt. Erfurt etwas schlankeres Gelächter, beispielsweise. Warum verstehen die das nicht? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Es sind weniger Leute. Ach so. Weil die Stadthalle in Cottbus ist größer wie der Kaisersaal in Erfurt. Ja. Aber ansonsten so, ich sehe da manchmal kein, früher hat man immer gesagt Nord-Süd-Gefälle, dass die im Süden immer lustiger werden. Und die Norddeutschen hat man dann verkannt als stoffelig und so. Aber ich sehe das nicht so. Ist auch von der Tagesform abhängig. Man sagt doch sonst immer, die Italiener und die Südfranzosen werden weitaus lustiger, humorvoller. Die Deutschen müssten erst saufen, damit sie richtig lustig werden. Das ist mir noch nicht so aufgefallen. Sie nicht aufgefallen. Ich war auch schon mal in Italien. Aha. Da fand ich die Leute auch genauso. Da war aber auch ein scheiß Wetter und da waren die auch nicht lustig. Ja. Es ist nicht immer so, dass die immer alle lustig sind da, ja, und hier, ja, nicht. Also ja, ich finde, das ist völliger Quatsch, da auch überhaupt jetzt so, so da schon wieder anzufangen. Hier sind die, da sind die, die lachen mehr und die können unheimlich gut, ja, lachen. Ich glaube, das stimmt alles überhaupt nicht. Kann es denn sein, dass sie heute mehr lachen als früher? Ich? Wenn wir die Leute. Die Leute. Sind wir auf dem Weg zu einer Spaßgesellschaft, die nur noch lachen will und wenn sie was Ernsthaftes anfangen, die an zu lachen? Manchmal sind die ernsthaften Lachen, Sachen ja auch wirklich zum Lachen. Ja. Ne? Ich meine... Zum Beispiel? Ja, ich denke ja nur an Politiker, wenn ich mal jetzt hier den Beruf kurz nennen darf. Da gibt es viele Leute, die machen irgendwelche Aussprüche, die sind zum Lachen. Zum Beispiel? Oder, zum Beispiel kann ich gar nicht sagen. Einfach nur auch so das physiognomische Beispiel, wenn Herbert Wehner sich aufgeregt hat oder so. Das war natürlich ernst und so, aber auch zum Lachen irgendwie, ganz klar. Waren Sie da noch Kind als Ernst? Oder Helmut Kohl ist auch zum Lachen. Ja, warum? Einfach nur die Mimik, die Pantomime, also nicht jetzt, was er sagt, einfach nur
das äußere Erscheinungsbild, also ist schon sehr gekonnt. Und Schröder? Schröder auch. Mittlerweile kann man auch über Schröder lachen, glaube ich, ja. Welcher Vers fällt Ihnen ein, wenn Sie an Schröder denken? Gar nicht. Also ich jetzt auch nicht, gar nicht mehr mit der Flasche Bier, das ist Quatsch. Fällt Ihnen nicht ein? Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Deswegen haben Sie es auch gerade gesagt. Ich habe es gerade gesagt, ich wollte gerade sagen, das fällt mir jetzt gar nicht ein. Ja. Heute Mittag habe ich nochmal im Fernsehen, was hat er denn da gesagt? Ich gucke ja auch ab und zu Fernsehen. Gerade heute habe ich Fernsehen geguckt wegen hier Fußball, hier, wie heißt der, Becken. Ja, Beckendaumen. Daumen. Und so, und dann habe ich auch mal einen Schröder gesehen, hat auch was gesagt. Und das klingt schon so, als würden die sich da zu Hause Gedanken drüber machen, die Leute, und dann auch ein bisschen lustig sein wollen. Und ich glaube, darauf wollen wir hinaus. Ja. Ja? Sag mal, wer ist denn, wer ist denn eigentlich Ihre große Konkurrenz? Wen müssten Sie fürchten, dass die Leute mehr lachen über den als über Sie? Weiß ich jetzt nicht. Eddie the Eagle. Kennt ihr vielleicht? Das ist ein Skispringer, der macht immer so Verrenkungen. Ja. Weiß ich nicht. Es gibt so Berufsmäßige wie den Stefan Raab, den Ingo Appel, die Anke Engelke. Ist das alles eine ernsthafte Konkurrenz? Oder? Nee. Wieso sind die anders? Ich sehe das so nicht. Ich sehe mal Fragmente im Fernsehen. Ingo Appel habe ich mal im Fernsehen gesehen. Dann habe ich umgeschaltet, weil ich gucke sowieso nicht so gerne Fernsehen. Stefan Raab, da war ich schon mal in der Sendung und den kenne ich persönlich und der ist ein lustiger Kerl. Und der kann ein paar Sachen auch nicht verstehen, die andere Leute dann nicht lustig finden, findet er lustig. Mhm. Und Anke Engelke hat auch einen unheimlichen Humor. Und, das ist erstaunlich, was Sie alles wissen, obwohl Sie in die Fernsehen. Ja, ich kenne die Leute manchmal auch persönlich. Ja. Und ich wollte auch gerade noch sagen, was im Fernsehen gezeigt wird oder was da übrig bleibt, ist, das ist irgendwie so eigentlich ein Fragment von dem, was derjenige vielleicht auch drauf hätte oder nicht drauf hat. Also ich denke, da kann man eigentlich so gar nicht nach urteilen. Ist das eigentlich für Sie ein Medium, Fernsehen? Nur wenn ich mir besonders viel Mühe gebe, dann ist es ein Medium. Also heute Abend? Heute Abend gebe ich mir Mühe, ja. Ich habe mich auch vorbereitet. Mhm. Ich habe mir beide Lebensläufe schicken lassen. Ah, ja. Auswendig gelernt. Ja, war lustig, oder was? Ja, ne, nur die Geburtstag. Ja. 8. Februar 1930, 6. Mai 1946. Hoi, ja. Hallo! Was sind Sie nun eigentlich? Was sind Sie? Sind Sie ein Entertainer, ein Wortjongleur? Sind Sie ein Gagagott oder was sind Sie denn? Oder ein Blödelbade? Ich würde vielleicht sagen, vielleicht ein philosophischer Gedankengänger, der, sagen wir mal, dank seiner natürlichen Mimik die Leute immer wieder da zum Lachen bringt, wo er das gar nicht vermutet. Und darauf sind Sie in aller Bescheidenheit selbst gekommen. Da bin ich selbst drauf gekommen. Oder hat jemand das gesagt? Ich erkenne in ihm genau jenen, der, Zitat Helge Schneider, eben gerade vor 45 Sekunden. Ich bin nicht entdeckt worden, mit anderen Worten. Sie haben sich selbst entdeckt. Ich habe mich selbst entdeckt. Ich glaube, schon mit 4, 5 Jahren habe ich gewusst. Oh, wie war das? Bitte? Erzähl mal genauer, wie war das? Also mit 4, 5 Jahren habe ich gewusst, ich kann Menschen auf den Wecker gehen. Ich kann Menschen nerven. Also das war für mich eine große... Meisten, die 4, 5 Jahre alt sind. Ne? Ja. Aber die wenigstens machen dann einen Beruf draus. Ne? Ja, ich musste irgendwann einen Beruf daraus machen, weil ich habe andere Berufe versucht, Gärtner, Architekt, also Bauzeichner, Dekorateur. Steht irgendein Haus, das Sie mal gezeichnet haben? Ja. Dreistöckiges Flachdachhaus. Gut. Ja, ich habe nur mit dran gezeichnet, also ist ein also Kalksandstein, Flachdach, ganz langweilig. Und warum war das alles nichts? Sein können, Sie wären uns verloren gegangen für immer, wenn Sie jetzt Häuser bauten. Ja, ich war damals auch schon Musiker, muss ich dazu sagen. Ja. Und habe aber immer gedacht, wenn ich was gerne mache, dafür darf ich kein Geld nehmen. Und deshalb wollte ich einen ordentlichen Beruf erlernen. Habe das aber nicht geschafft, weil ich da keine Zeit für hatte, für diese Berufe, dieses Arbeiten gehen. Kostet auch Zeit. Ja. Und dann habe ich
doch irgendwo Klavier gespielt und dann habe ich, also wenn du jetzt 10 Stunden am Tag arbeitest und dann irgendwie 2 Stunden mit dem Fahrrad nach Hause fährst und dann abends noch mit der S-Bahn irgendwo hinfährst und 5 Stunden Saxophon spielst und dann nach Hause kommst und sofort wieder aufs Fahrrad musst zur Arbeit, das geht einfach nicht. Was würden Sie denn sagen, was Sie sind? Sind Sie Künstler? Ich bin, sagen wir mal, wie man heute auch sehen kann, bin ich auch Maler. Aha. Woran sieht man das? An der Mütze. Und was malen Sie? Ich zeichne. Sie zeichnen? Häuser mit Flachdach? Nein. Ich war ja früher schon, sag mal, deshalb bin ich auch Bauzeichner geworden. Ich habe gelernt, Tiere zu malen. Auf Tapetenrollen, die Tante Erna mir hingelegt hatte. Können Sie dem nicht ein Tier malen? Ja, kann ich machen. Komm, mach doch mal. Dem? Dem ein Tier malen? Der liebt Tiere. Was für ein Tier soll ich malen? Ein Hund. Schlange? Ach so, ein Hund. Nein, so einfach ist es nicht, die Schlange will er malen. Ja. Oh ja. Kann das sein, dass der Hund Sie beißt nach dem Bildnis? Nee. Glaube ich nicht. Der ist gut erzogen. Warte mal, ich bin gleich fertig. Ja. Ja, sonst geht die Zeit rum. Wie viele Bilder haben Sie schon verkauft? Was? Wie viele Bilder haben Sie noch schon keine, verkauft? Aber ich mache demnächst mal wahrscheinlich eine Ausstellung, machen ja viele. Ja. Also doch ein klein wenig da ist. Ja. Signieren. Ja. So. Da. Gut, das ist mein Bild, die Millionen haben wir. Ja. Ich muss da noch ein Geheimnis verraten. So. Wir reden dann gleich weiter. Schneider im grünen Salon, meine Damen und Herren. Nachgewiesen hat er ja schon gerade, dass er zeichnen kann. Er kann auch, glaube ich... Er hat das nicht nachgewiesen, er wollte einen Hund zeichnen, es war ein Elch. Naja, und wer kann das schon? Ein Hund zeichnen wird ein Elch drauf. Außerdem kann man sich ja mal vertun. Ja. Vor Jahren waren Sie schon mal bei mir und haben Sie davon erzählt, dass Sie Kastanienmännchen machen. Machen Sie heute noch? Nee. Die legendären Kastanienmännchen? Nee. Das ist aber schade. Denn das ist ja was sehr, sehr Originelles, gell? Das war nur so gesagt. Ach so. Ja, das ist dumm. Da hätten Sie auch Politiker werden können, ne? Ja, natürlich. Sie wollten doch mal in die SPD eintreten, ne? Nee. Nicht ernsthaft? Nee, ich wollte früher mal, da habe ich Haschisch geraucht. Aha. Da hätten Sie ja Bundestrainer werden Da wollte ich gerne in die SDAJ. Da war ich aber erst 14 oder so. Und da hat mich einer mal dahin mitgenommen und dann wollte ich da also auch eintreten. Dann gab es so eine kleine Sitzung, glaube ich, und dann wurde ich dann da auch vorgeladen, warum ich da eintreten wollte. Dann haben die alle gesagt, gelacht, oder was? Weil ich Musik mache. Ach so. Weil ich möchte gerne hier, die haben nämlich in so einem Jugendheim oder so, haben die immer ihre Sitzungen gemacht. Da habe ich gesagt, hier könnte ich doch mal auftreten. Und dann bin ich aber nicht reingekommen. Nicht reingekommen. So, Haschisch rauchen für den Frieden oder so, das wäre ja. Ich wollte auch. Ich habe dann auch propagiert hier. Ich rauche natürlich Haschisch und trinke Tokaja. Ich habe sehr viel Wein getrunken seinerzeit. Sie haben es gerade angesprochen. Begnadeter Jazzmusiker. Warum machen Sie denn Unfug und spielen nicht nur Jazz? Ja, ich gehe mal so davon aus. Jazz. Ist natürlich eine Musik, die ich deshalb liebe, weil sie improvisiert ist oder weil man auf bestimmten Harmonien improvisieren kann. Ich spiele zum Beispiel zu Hause immer Jazz auf meinem Klavier. Und nicht Katzeklo und sowas? Katzeklo spiele ich manchmal sogar auch. Ach, zu Hause? Zur eigenen Erbauung oder? Ja, zur eigenen Erbauung. Aber dann fliegen Sie raus dann, wenn Sie das zum Wenn ich gut drauf bin, spiele ich Katzeklo. Und wenn ich schlecht drauf bin, auch. Aber Sie haben, weil er jetzt sagte, Jazzmusiker, Sie haben Sie haben, glaube ich, etwas gemeinsam, abgesehen davon, dass Sie einer sind, aber diese Angst vor dem Fertigen. Ne? Vor dem Fertigen. Also nie abgeschlossen, immer improvisiert, möglichst elitär. Da, dreieinhalb Minuten sind um, die Brille ist runter. Ich wollte nach 3,5 Minuten die Brille abnehmen. Das hat er noch auch Ja, ich hab nicht Angst vor dem Fertigen, ganz klar. Wenn ich Hunger habe, dann hätte ich dann koche ich mir was zu essen, dann ist das fertig, da habe ich keine Angst vor. Aber ich habe Angst, was
zu reproduzieren. Beispielsweise, ja. Das ist mir zu konservenhaft. Also ich möchte nicht, sagen wir mal, und das unterscheidet mich auch vielleicht von anderen Leuten, die Komiker sind oder so, oder Kabarettisten, ich möchte nicht im Fernsehen irgendwie auftreten und eine Rolle spielen, also irgendwie was auswendig Gelerntes dann bekannt geben. Mal ich ehrlich, möchte immer improvisieren. Ja, mal ehrlich, machen Sie nie dasselbe? Doch, ich mache schon dasselbe, aber es improvisiert. Aber mir ist, ja, mir, ist, wahr. Mir ist aufgefallen, dass Sie bei Ihren Auftritten oftmals der Erwartungshaltung des Publikums diametral entgegenspielen. Bitte? Haben Sie es verstanden? Also nehmen wir mal an. Ich habe schon verstanden, dass es diametral entgegenspielen, den Erwartungen, ja. Ja, natürlich. Denn also die scheinen alle Katzenklo und sie sitzen beleidigt dort oben. Ja, genau. Und sagen, nee, das spiele ich jetzt nicht. Ja, genau. Und ja, aber sie müssen doch irgendwo Geld verdienen. Ich meine, irgendwann, die Leute ja, haben ja gezahlt. Ja, aber ich verdiene ja nicht Geld, indem ich mache, was andere wollen. Ich verdiene ja Geld, indem ich mache, was ich will. Ja, und wenn die anderen dann nicht mehr wollen, weil sie machen, was sie wollen, dann verdiene ich auch kein Geld. Gibt es dann Kompromiss? Dann verdiene ich ja kein Geld mehr. Ja, eben. Und dann irgendwann muss man ja wieder Katzenfutter kaufen. Nee, dann mache ich lieber was anderes. Ja, dann mache ich irgendwie Zeichnungen für Häuser. Ja, oder irgendwie, dann mache ich ein Geschäft auf für, weiß ich nicht, Blumen. Naja, Düngemittel nicht, aber. Ja, was denn noch? Keine konkreten Vorstellungen. Oder ein Modelleisenbahnladen oder so. Ja. Können Sie sich vorstellen, dass Sie mal auf der Bühne stehen, weil Sie doch improvisieren? Es fällt Ihnen nichts mehr ein. Was denn dann? Ist auch schon passiert. Und dann lachen die alle, oder was? Dann gibt es einen Trick. Dann, komm, man muss schnell mal verraten. Der damit Trick wird jetzt verraten. Ich weiß dann, in dem Moment weiß ich, oh scheiße, mir fällt nichts mehr ein. Mhm. In dem Moment, wo ich das weiß, fällt mir schon wieder was ein. Ach so. Und zwar, ja. Und zwar, dass ich weiß, dass mir nichts eingefallen ist. Und dann sage ich, dann kann ich so weitermachen. Dann sage ich, tja, tut mir leid, mir fällt nichts ein. Riesenlacher, Riesenapplaus. Ja. Mach das mal. Ja. Nein, weil die Leute es ja nicht glauben. Ne, die glauben nicht und ich bin trotzdem ehrlich. Ja. Also ist schon variabel. Und dann leben Sie eine ganze Weile von dem Nicht-Eingefallenen. Richtig. Und dann lasse ich mir was anderes einfallen. Ja, dann geht's wieder. Ja. Und dann sind Sie wieder drin. Dann bin ich wieder da drin. Als einer, der nicht endgültig fertig abgeschlossen sein will mit seinem Programm. Richtig. Aber wenn mir wirklich dann gar nichts mehr einfällt, dann kann ich doch immer noch Katzenklo singen. Das fällt Ihnen immer ein. Das fällt mir immer ein. Weil das so ein Lied von innen heraus ist. Ja, ja, das rufen auch die Kinder auf der Straße hinter mir her. Ja? Ja. Und drehen sich da nicht um und sagen noch einmal, dann kriegst du. Ich drehe mich meistens extra nicht um. Extra nicht um? Dann denken die, das ist er doch nicht. Was ist? Was ist denn das? Singen Sie lieber? Bitte? Singen Sie lieber, als dass Sie reden? Ja, Sie singen doch gerne und lassen die Leute auch mitsingen und so. Ja, ich empfinde das beides fast schon als gleichwertig. Genau wie wenn ich Klavier spiele, improvisiere oder Trompete, genauso erzähle ich gerne eine Geschichte. Das schmeiße ich in einen Topf. Das ist für mich auch Jazz, sage ich jetzt mal. Musiker sind hochsensibel, Musiker sind intelligent. Meist. Das verbindet sie mit, ja. Und Sie sind Musiker. Ich finde also sind Sie nicht, hochsensibel, dass, also sind Sie intelligent. Also ich muss sagen, Musiker müssen nicht unbedingt überdurchschnittlich intelligent sein. Das verbindet Sie mit Beethoven, Gotthilf Fischer und anderen oder so. Gotthilf Fischer und Beethoven kann man nicht in einen Topf werfen. Ach. Nein, der andere hat mir Massen auf die Marktplätze gebracht. Ja, mal sehen. Wir sind ja noch nicht so durch. Und Händel? Georg Friedrich, Händel aus Halle. Der Bruder, Bruder von Gretel, ja. Händel ist natürlich auch großartig, ganz klar. Ach. Und Sie stehen aber nicht in dieser Tradition. Schmerzt es Sie manchmal, dass Sie ganz gerne sehr ernsthaft Jazzmusiker geworden wären? Dass einige Leute Sie sehr ernsthaft als hochintelligenten, sensiblen Musiker auch gesehen hätten und stattdessen müssen Sie halt ihr unglaubliches Können hinter Blödelei verstecken. Ja, pass auf, Folgendes.
meine Blödelei sage ich jetzt auch mal, obwohl ich es gar nicht so... Dann ist ja eine intelligente Blödelei. Ist ja mehr, sagen wir mal, Unsinn, den ich da treibe. Mhm. Da kann auch Quatsch sein. Quatsch sage ich jetzt mal. Aber Quatsch ist ja auch Spaß, ne? Ja, Quatsch, pass auf. Die Leute mit Quatsch, mit so einem Quatsch zum Lachen zu bringen, ist ja eine hohe Kunst. Ja. Und da ich das ja weiß, ich stelle nicht diese hohe Kunst jetzt über mein Faible für Jazzmusik oder so, sondern ich bringe das, ich vergemeinsame das. Ja, also gibt es keine ernste und keine heitere Musik für Sie, sondern... Für mich gibt es nur gute Musik und schlechte Musik. Das ist auch, ganz, ja. Das sagen doch alle immer, alle Musiker sagen das. Es gibt nur gute und schlechte Musik. Ja. Wer ist denn für Sie ein Vorbild? Es gibt verschiedene Vorbilder. Ich habe Vorbild, los. Na klar, ich nenne jetzt mal Beethoven. Ne? Ja, gut. Ganz klar, kompositorisch. Gotthilf Fischer nicht, also den schalten wir aus. Gotthilf Fischer, der lässt nicht, doch auch mitsingen, ne? Ist, ist mir zu langweilig, ich finde es langweilig. Ja. Find's langweilig. Also Beethoven. Beethoven, natürlich die alten Meister, Mozart, Händel, ja. Bach sowieso. Ja. Udo Jürgens. Udo Jürgens teilweise, er hat ja immer versucht, ein bisschen anzuecken. Und Thelonious Monk zum Beispiel, ein Pianist, Jazzpianist, der ist eigentlich mein direktes Vorbild. Aber und weiß warum? Natürlich keiner. Ja, weil er Musik gemacht hat, die vollkommen eigensinnig ist und trotzdem... Hat er Zuhörer gehabt? Zuhörer hat er auch viele gehabt. Nicht so viele wie vielleicht Georg Friedrich Fischer, Gotthilf. Händel. Jeremias Gotthelf, jetzt wieder jemand anders, Gotthilf Fischer, aber mit seiner Musik, die eigentlich auch sehr kompliziert war und doch so einfach, hat er trotz einer ganz spröden Art mich persönlich angesprochen. Was ist denn Ihr Vorbild, wenn Sie blödes Zeug reden? Habe ich kein Vorbild. Ich habe für blödes Zeug kein Vorbild. Das geht nicht. Das wäre ja dann nachquatschen. Ja, es blödes gibt Zeug. Ja, das aber sind so ein bisschen an Valentin, da fahren ein schon ein paar gar Vergleiche nix. Ein. Kein Komiker, sondern nur normale Leute, erwachsene Leute beispielsweise. Warum kein Komiker? Warum sind Sie so? Warum schrecken Sie zurück vom Komiker? Ich schrecke nicht zurück, aber ich weise bewusst darauf hin, dass ich meine Erzählungen, die ich immer wieder auch auffrische oder neu erfinde auf meinen Tourneen. Ich erfinde ja jeden Tag was Neues, weil wenn mir sonst langweilig wird. Diese Erzählung, die habe ich nicht irgendwo schon mal gehört von Komikern oder von Künstlern. Nee, das meine ich ja nicht, Art, wie Heinz Erhardt oder Jürgen von Manger oder sowas. Ich habe die gehört von erwachsenen Leuten, mit denen ich irgendwo mal so gestanden habe im Café oder zugehört, Bauernhof oder irgendwie sowas. Also alles, was man so mal so im Vorübergehen so mitkriegt von anderen Menschen, das sind also im Grunde genommen die Geschichten, die ich da erzähle. Oder auch die Art und Weise, die zu erzählen. Ja, die Art, in der sie erzählen. Genau. Also wenn Sie zum Beispiel Valentin nehmen und hat mal gesagt, sagt mal, war das eigentlich gestern oder war es im vierten Stock? Ja. Ja, das könnte ich mir von Helge Schneider auch vorstellen. Gut, wenn man jetzt Helge Schneider gehört hat. Wenn man Helge Schneider einmal gehört hat, dann kann man natürlich... Sie haben ihn ja schon mal gehört. Ich habe es schon mal gehört. Da kann man natürlich Rückschlüsse ziehen auf beispielsweise jetzt hier das Beispiel Karl Valentin. Aber wenn man Karl Valentin nicht kennt, wie ich nämlich auch, wenn ich diesen Ausspruch täte... und damit eine Verwandtschaft zu ihm hätte, dann wüsste ich es nicht. Sie müssen den Ausspruch überhaupt nicht tun. Ich tue den auch gar nicht. Nein. Sag mal. Man muss nicht alles tun, was man tun kann. Erzählen Sie mal eine Geschichte, die Ihnen gerade einfällt. Jetzt gerade? Ja. Oh, ist ja sehr schwierig, weil ich bin immer von meinem Publikum abhängig. Ja, also ich kann von denen das, hier. Ich kann das so, sagen wir mal, okay, ich kann meinen Hühnern, ich habe drei Hühner. Fürs Alter habe ich gehört. Ja, ne? Ja. Als Altersversicherung. Meine Rente. Rente. Ja, die werden sehr alt, Hühner. Wusste man wahrscheinlich nicht. 40, 50 Jahre wird so ein Huhn alt. Legen die dann immer noch Eier? Die legen Eier, die werden nur immer, immer härter. Ja, kann man die dann, lass ihn mal seine Hühnergeschichte. Kann man die dann mit den dritten Zähnen dann noch... Bitte? Kann man die mit den dritten Zähnen dann noch knacken? Ja, es gibt ja mittlerweile dritte Zähne, die sind ja wirklich unglaublich. Die sind ja noch besser wie die ersten Zähne. Ja. Was ist mit den drei Hühnern?
Nee, also ich meine, den kann ich natürlich was erzählen. Dann sage ich, liebe Hühner, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Und das ist bestimmt auch ein sehr kritisches Publikum. Und was erzählen Sie Ihnen da? Ja, das ist übrigens mein Publikum auch, ganz klar. Wenn ich vor meinem Publikum stehe, dann habe ich nichts anderes im Kopf als meine Hühner. Meinst du, ich gucke mir jeden Einzelnen an? Nee. Nein, das ist eine... Hühnermasse, einfach, sagt man das. Das ist einfach ein Zustand, sage ich mal. Ja. Publikum ist Zustand. Und diesen Zustand brauche ich aber, um eine Geschichte zu erfinden. Dieser Zustand ist zum Beispiel, ich habe viele Leute im Rücken. Ich sehe die. Ich sehe die, keine Angst. Oder gut. Es ist so, dass ich mich natürlich mit einer Geschichte nur nach da wenden kann. Mhm. Oder nur nach da. Ja. Und so habe ich immer zwangsläufig auch die, das ist nur mal in meiner Natur, wenn ich dann was erzähle, dann müsste ich jetzt mich immer so rumdrehen. Und dann, da habe ich ja nicht so viel Lust zu. Aber ich kann natürlich eine Geschichte erzählen, wenn ihr wollt. Hallo? Die mir gerade einfällt. Jetzt? Vielleicht einfach nur ein Stichwort geben, dann heute mal. Sonst brauche ich kein Stichwort. Mach gelbe Krawatte. Atomkraftwerk. Gut. Atomkraftwerk ist ein Stichwort, wo man eine lustige Geschichte draus machen kann. Sie wird ja momentan auch gemacht, ne? Ja. Ja. Genau. Ich habe mir gestern, habe ich mal überlegt, ich habe mir jetzt eine Schaufel gekauft im Schaufelfachgeschäft und will mir zu Hause ein Atomkraftwerk bauen mit ungefähr 70 Millionen Bruttoregister Watt. Aber gelb und sauberer Strom, ne? Bitte? Mit gelben, sauberem Strom. Ich war noch gar nicht fertig. Ja, ja. Das ist Bedingung. Ja, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich sehe ja immer jetzt... Das sind fertig erzählen. Ja, ich war noch nicht fertig. Gut. Das Geld gilt jetzt als Zwischenruf. Gut. Dann würde ich jetzt, würde ich sagen, raus. Gut. Oder so habe ich auch schon mal gemacht, so bin ich aber nicht mehr. Ich war eine Zeit lang aggressiv. Ja? Weil die Leute wollten dann immer, dass ich singe, es gibt Reis und so. Da haben die immer so geschrien, da war ich immer sauer. Aber jetzt bin ich überhaupt nicht mehr sauer. Ich bin ja auch schon älter. 30.8.55, 8.2.30, 6.5.46. Ja. Ja. Nur, das sind die Fakten. Die wichtigsten Daten stehen noch aus, ne? Und wie geht natürlich. Die endgültigen. Wie geht das mit dem Atomkraftwerk weiter? Ja, pass auf. Sie können uns jetzt nicht hier hocken lassen und wir kriegen sie nicht mit. Ich würde mal sagen, in meiner nächsten Show werde ich mit Sicherheit auch über Atomkraftwerke reden können. Ist ja nicht, ist ja eigentlich, es gibt ja ganz viele auch schon. Und es gibt aber auch andere Kraftwerke, wie zum Beispiel die menschliche Muskelkraft. Mhm. Es gibt ja Leute, die hinter ihrem Haus so ein Fahrrad haben und damit Strom machen können. Naja, man kann also über Strom, also man kann von Atomkraft auf Strom gehen und dann erzählen, wie man seine Lehre als Elektriker nach einem Jahr aufgegeben hat oder so. Ich weiß nicht. Sind Sie eigentlich ein politischer Mensch? Das heißt, das, was ringsherum Sie vorgeht, inwiefern verarbeiten Sie das? Also es gab einen Kollegen hier, den Kollegen Jürgens, den wir vorhin erwähnten. Kurt. Nicht Kurt, sondern Udo, der ja immer wieder versucht hat, auch so politische Schlager in seinen Liedern aufzunehmen. Ne? Aber bitte mit Sahne. Ja, der Teufel hat gegen den Schnaps gemacht. Gegen diesen Diätenwahn, ja. Ich habe auch schon politische Lieder gemacht, sage ich mal. Zum Beispiel? Ich will frei sein, zum Beispiel. Ein paar Jahre vor der Wende habe ich schon gesungen, ich will frei sein. Freiheit in Grenzen sind nur Träume aus Stein. Also Sie waren der Verursacher des Mauereinsturzes. Ich war schon prä. Ja. Und wenn Sie jetzt heute hören... Ich habe auch 78 war ich in der damaligen DDR mit meinem Freund Kuro, der Karikaturist. Und da habe ich auch einen Auftrag gehabt und da haben wir in dem Auto auch Flugblätter mitgenommen und die da weggeschmissen. Was stand denn da drauf? Da stand drauf, da war damals noch Strauß oder so, war, kennst du den? Ja, er kennt ihn. Da waren, und Honecker.
Ach. Den gab es auch, den kenne ich wieder. Ja. Und so, und da haben wir so Plakate rausgeschmissen. Gegen wen waren die denn? Nur gegen Strauß wahrscheinlich. Gegen Strauß, Schmidt und Honecker. Ist klar. Ah, ja. Und von daher konntet ihr die im Osten und im Westen schmeißen, stimmten immer, ne? Die stimmten immer, ja. Aber durfte man nicht. Durfte man? Nee, durfte man nicht. Aber im Westen ja. Im Westen ja, da kannst du immer so was hinschmeißen. Ja. Sagen Sie mal, in Ihrer Arbeit gibt es einen tollen Riss. Sie haben eine neue CD gemacht, die hieß erst Ich habe mich vertan. Ja. Und jetzt heißt sie Hefte raus, Klassenarbeit. Ja. Können Sie mal erklären, wie der Wandel kommt? Ja, ist doch schon. Ich habe mich vertan. Also. Ist das schon. Ist das schon vorprogrammiert? Ich habe mich wirklich vertan. Ich habe die Platte dann Hefte raus, Klassenarbeit genannt. Habe ich auch wieder vertan dabei. Aber jetzt ist sie nun mal draußen. Und jetzt, naja, ist egal. Sind Sie schon mal von einem Politiker angerufen worden? Man weiß ja inzwischen, dass Schröder sich manche Reden von Gottschalk durchsehen lässt. Hat sich schon mal einer gefragt, guck mal drauf und veränder mal, ich will Erfolg haben im wirklichen Leben? Ja. Ja? Ja. Wer war das? Den Namen darf ich leider nicht nennen. Und um welche Themen und Reden ging es? Geht es um mein Ehrenwort? Bitte? Geht es um mein Ehrenwort? Um ein Ehrenwort? Ja. Um meins oder... Also ich weiß, wer es war, Möllemann. Nee. Nein. Und welches Thema war es? Thema? Ja, och. Rente. Rente, ist klar, wegen der Hühner. Ja, nicht nur, also auch so. Ja, und hat sie jetzt schon mal, und du wirst ja ganz ernst, schon mal gefragt, ob sie bei der Aktion Gesicht zeigen gegen rechts mitmachen? Da hat mich noch keiner gefragt, oder keine. Und würden sie da mitmachen? Ja, warum nicht? Gesicht zeigen gegen rechts, aber ich denke, ich zeige genug rechts gegen rechts Gesicht, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, jetzt schon wieder. Ja, ja. Kann der so ein Typ rechts sein? Ist der Nein, ganz so ein recht? So ein Typ kann uns recht sein, aber nicht rechts sein, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich bin noch nicht gefragt worden bei der Kampagne, wo viele bekannte Gesichter ja zu sehen sind, ich glaube in der Zeitung. Was halten Sie davon? Spiegel Stern, ne? Stern, oder? Ja. Ja, ich bin einfach deshalb wahrscheinlich nicht da drin, weil ich auf den Stern ja auch nicht gut zu sprechen bin. Warum? Weil die über mich ja immer so Scheiße schreiben. Ach so, naja. Stimmt die Scheiße oder stimmt die nicht? Nee, die stimmt nicht. Meist stimmt die sogar nicht und die schreiben viel zu kleine Artikel. Ja. Über Harald Juntke schreiben sie 4 Seiten und über mich irgendwie 3 Zeilen. Ja, sie trinken ja auch das Falsche, wie man sieht. Ja, das finde ich aber nicht richtig. Ja. Weil ich trinke Sprudel. Ja. Und warum sollte man nicht 4 Seiten über einen Sprudeltrinker berichten? Verstehe ich überhaupt nicht. Nochmal zurück. Gesicht zeigen, nein, nicht zeigen. Kann man mit Musik was erreichen? Oder was wollen Sie erreichen mit der Musik? Ich denke schon, dass man mit Musik sowieso, also mit Musik sowieso. Ja, was? Musik zum Beispiel, du kennst ja den Ausspruch, böse Menschen haben keine Lieder. Ist klar, guter Mensch sitzt vor uns. Die haben Lieder, aber die bösen Menschen, die reißen sie unter den Nagel, ist ja klar. Diese Lieder darf man einfach nicht singen. Aber man kann mit Musik schon erreichen, man kann damit zum Beispiel Menschen auftauen. Und das ist ganz wichtig, finde ich, in unserer Gesellschaft, dass man junge Leute, sagen wir mal, man dient ja auch als Idol. Auch als Künstler, gerade als Künstler. Wir kennen ja den bekannten Fall Udo Lindenberg. Ich meine, ist ja ganz klar, Udo ist jetzt seit 30 Jahren im Geschäft oder 40 oder 50 Jahre, ich weiß es nicht. Das weiß keiner mehr so genau. Ja. Trotzdem, er steht ja immer dazu und er hat auch eine Idolfunktion. Und da sieht man da ganz deutlich, also mit Musik, aber nicht nur mit Musik, mit Texten, sondern auch mit Musik selber. Also mit schöner Musik, mit herzerwärmender Musik kann man schon irgendwie was erreichen. Ich glaube nicht, dass irgendwie, wenn die Leute, die, sagen wir mal, so aufwachsen, wenn die schöne Musik immer hören, dass sie auch hässlich werden innen. Glaube ich einfach nicht. Aber es wird unheimlich wenig gemacht und ich weiß auch selber aus Erfahrung, zum Beispiel in Schulen, Musik und diese oder künstlerische Fächer, die sind viel zu, da ist im Moment sehr, sehr mau, die Geschichte ist sehr klein. Tja, wir bedanken uns, Helge Schneider. Ja. Zum Wohl. Ja.